Sommer, Sonne, Kurzurlaub, hallo. Es kommen immer wieder Fragen. Michaela, wenn ich jetzt mal nur so 3 Nächte irgendwo hinfahre, was nehme ich denn da mit? Vor dieser Frage stehe ich momentan auch, weil ich einen Kurztrip 3 Nächte vor mir habe. Und ich habe immer meinen Beutel schon komplett gepackt. Aber für Urlaube, die etwas länger sind, wo man vielleicht auch in einem vornehmen Hotel ist, wo man so ein bisschen Abend ein großes Programm machen möchte. Aber wenn es nur mal 3 Nächte in die Eifel, nach Mallorca oder sonst wohin geht, was nehme ich da mit? Und da nehme ich dich jetzt mit in mein Badezimmer. Und dann gucken wir mal, was wir hier reinpacken, um für 3 Tage alles dabei zu haben, ohne uns abzuschleppen. Und ohne vielleicht den Koffer dabei zu haben beim Fliegen, sondern nur mit Handgepäckkoffer, da muss man ja auch ganz schön aufpassen, was nehme ich mit. Also sei gespannt, was ich einpacke. Du wirst dich wundern, es ist weniger, als du denkst. Was muss unbedingt mit? Das sieht jetzt viel aus, ist es aber wirklich überhaupt nicht. Also als erstes mal die Sonnenkussmixer-Palette, damit man schön frisch aussieht, mit dem passenden Pinsel. Dann natürlich Zauberpuder mit Quaste und ich habe immer noch den Schlupfi-Puschel dabei, um zum Beispiel die Lidfalte damit richtig gut auszupudern, damit sich da nichts absetzen kann. Und ganz klar die Concealer-Reisegröße auch mit dem passenden Pinsel. Also das wäre jetzt schon mal fürs Make-up fast alles. Für die Augen. Also erstmal hier noch die Lippenstiftpalette, die kann ich ja dann untereinander mischen, die Töne, habe ich für jede Garderobe was dabei. Die Farben gehen jetzt alle so ein bisschen in die Pink-Richtung. Wir haben natürlich auch Orangetöne, das kann man sich individuell zusammenstellen. Und bei mir passt dann für diese Farben der Konturenstift Erdbeere. Mehr brauche ich auch da nicht. Und für die Augen die Smoke Liner, Silbergrau, Schwarz, Dunkelblau und noch ein Brightliner in Türkis. Und hier habe ich dann noch großes Kino in der Kappe. Die Wimpernahrung, absolut wichtig natürlich hier das Feuerwerk und eine Mascara. Wattepads und Q-Tips findest du schon, oder Wattestäbchen findest du schon mal so in Hotels. Das verwahre ich mir mal für so Kurzreisen. Mein Tipp, du kannst dir auch schon Wattepads vorbereiten. Mit Augen-Make-up-Entferner und dann auch in einen Druckverschlussbeutel geben. Ich habe jetzt immer so einen kleinen Rest, den ich mitnehme und dann lasse ich die Flasche meistens da. Aber wie gesagt, selbst auf die Flasche kannst du verzichten, wenn du dir das vorbereitest, dass du Wattepads damit tränkst und in einen Druckverschlussbeutel gibst, so viel wie du eben benötigst. Kamm, um die Haare zu entwirren, das kleine Täschchen, da habe ich ein paar Medikamente drin. Ich brauche nur eine Blutdrucktablette und ja, mal was für den Magen, wenn was schief läuft, aber das brauche ich normalerweise nur im Notfall. Dann dieser sogenannte Wetbag, da ist drin die Zahnbürste, die Zahnpasta und ein Interdentalbürstchen, Hautpflege, die Sonnenprodukte, ganz wichtig, wenn es zum Beispiel irgendwo hingeht, wo starke Sonneneinstrahlung ist. Haarpuder, dafür brauche ich dann kein Haarspray. Lichtschutzfaktor 50 für die Augen und Deo. Und ich glaube, das hatten wir noch nicht für die Nägel. Also unbedingt eine Nagelfeile, wenn was einreißt, eine Pinzette und Nagellack. Ganz praktisch in den OPI-Reisegrößen. Ja, und dann gucken wir mal, wie viel das ist, wenn das jetzt alles in dem Beutel ist. Und du wirst staunen, es ist wirklich sehr, sehr überschaubar und das ist alles, also das Nötigste, was man mitnehmen kann, wenn man komplett geschminkt sein möchte. Klar, für die Frauen, die noch eine Foundation brauchen, die fehlt jetzt, das brauche ich bei mir nicht, aber das kann man natürlich dann auch noch individualisieren, personalisieren. Sorry, Shampoo hatte ich noch vergessen. Das kommt jetzt also auch noch da rein und du kannst erkennen, wie schön das hier alles drin steht. Das heißt, wenn ich die großen Sachen rausgenommen habe, dann krempel ich das im Hotel noch ein Stückchen weiter runter und ich brauche da gar nichts rauszuholen. Und ich mache es jetzt mal mit einer Hand hier Shampoo rein. Mal gucken, ob mir das glückt. Wackel, wackel, damit du auch sehen kannst. So. Das braucht man jetzt nur noch zuziehen. Das geht jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig. Und schon ist hier alles in dem Beutel drin.
Und das wiegt dann ziemlich wenig. Klar, jetzt der Schaum, der Sonnenschaum, der braucht viel Gewicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel da auch ein anderes Produkt in Reisegröße nimmt, dann kannst du dir vorstellen, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und dann schauen wir uns das später mal im Hotel an, wie das denn ausgepackt aussehen kann.